Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben Frühlingsbeginn. Das heißt, dass wir bald hoffentlich loslegen können mit den Feldarbeiten. Das letzte Frühjahr ging ja ewig. Das ging ja bis weit in den Frühling rein, wo wir bis wir überhaupt anpflanzen konnten. Entsprechend haben wir leider nicht alles ernten können. Aber ich hoffe doch, dass wir da gut vorwärts kommen dieses Jahr. Ja, hier kommt noch ein Feld hin, da will ich Heu machen. Weil uns geht langsam das Heu auch aus, noch nicht direkt, aber man sollte es auch nicht ganz ausgehen lassen, ne? Wir haben einige Tiere, die hier Heu fressen. So. Gras. Minus 1 Grad. Ich würde sagen, wir fangen mal an umzuverteilen. So. 23 Bauern brauchen wir inzwischen. Das ist eine ganze Menge. Da machen wir mal einen Köhler. Obstbauern, die brauchen wir. Bäcker könnten wir noch reduzieren. Da haben wir gerade 4. So, da muss ich ja auch leider reduzieren. 2 fehlen noch. Da haben wir einen Hirten. Ne, den brauchen wir im Moment gar nicht. So, jetzt fehlen noch einer. Da brauchen wir... Ach, da haben wir doch viel zu viele. So. Sammler haben wir 6, Fischer haben wir 18. Das lasse ich im Moment auch mal so. Sammler werden es gleich nochmal mehr. Wunderschön, sie fangen an. Wird jetzt überall kräftig. So, der kann auch mal wieder nur anpflanzen. Da hat eh nichts mehr zum Fällen. Da haben wir noch ein Holz, 23 Holz. Das sieht nicht falsch aus. Genau, die brauchen Hafer. Den bauen wir hier an. Und da haben wir überall Kartoffeln. Ja, was macht unser Esel? Heu ist da, Wasser ist da, passt. Da gibt's Kartoffeln. Da gibt's auch Hafer. Hier für unsere ganzen Hühner. Ja, da fehlen uns jetzt noch 107 Erz. Stein haben wir ausreichend, das ist gut. Hier wird auch noch eine Hütte gebaut, also eine Sammlerhütte. Material ist da, jetzt muss sie nur noch gebaut werden, das ist gut. 2 von 2 Arbeitskräften sind dran, das ist auch gut. Ja, dann haben wir hier noch eine Scheune, die hier gebaut werden soll. Also wir haben immer ordentlich zu tun. Köhler, ja, haben wir im Moment halt gerade keine.
würde aber dann eher nicht gerade den hier nehmen. Der darf da hinten köhlern. Da hat er nämlich Holz. 377, direkt nebendran. Hier, das ist weiter weg, oder? Ja, da ist nämlich keins drin. Das machen wir nicht. Wie schaut es hier aus? Da haben wir ein bisschen Getreide, ein bisschen Pflanzen, ein bisschen... Oder Heilkräuter sind das, ja? Was macht unser Arzt? Heilkräuter hat er. Passt. Statistikhaus fehlt uns noch, ne? Ist die Frage, wo wir das vielleicht mal bauen könnten. Oder haben wir da schon Platz für? Ich weiß es gar nicht. Oh. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Pflaster. Ich kann mir gerade noch nicht den tieferen Sinn und Nutzen von dem Ganzen da vorstellen. Aber kommt vielleicht noch. Jawohl, das gibt auch schöne Kartoffeln. Wunderbar. Hier kommt der Hafer. Und hier haben wir wieder Kartoffelsche. Auf, dass wir genug davon haben. 145 Erz von 240. Ja. Ist noch ein bisschen hin. Wo ist hier unsere Hütte? Da. Ist im Bau 2 von 8. Okay, dauert also noch ein bisschen. Aber ist in der Mache. Das ist das Wichtigste. Ihr wohnt Sammler, Jäger, ein Bauer nur. Ein Bauer ist wenig. Aber ich will jetzt hier nicht noch ein Haus hinzimmern. Weil das nächste, was wir haben, ist dann hier. Das gibt dann gleich mal 18 Personen mehr. Auf einen Schlag. Also nicht 18 mehr, aber die können sich dann... Und sie werden es auch, sich blitzschnell vermehren, dass wir dann die 18 mehr haben. Der jugendliche Hadrian ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Das ist sehr schön. Dann können wir hier auch mal Honig herstellen. So. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht hier. Haben wir jetzt nur immer hinten das Feld hier betrieben. Und der jugendliche Prisala ist älter geworden. Die kann dann mal mit Erz abbauen. Da brauchen wir noch Leute. Dringend sogar. Dass wir hier bald wieder loslegen können, Werkzeuge zu bauen, ne? Ich meine, mit 33 haben wir jetzt einen ganz netten Vorrat. Der geht uns so schnell nicht aus. Aber wir kriegen halt auch immer neue Leute dazu, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, und ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Ja, Fisch kriegen wir im Moment auch ganz ordentlich. Welche Bäckerei hat die eigentlich zugemacht? Die da. Dann machen wir die mal auf Pause. Und dann können sie die hier weiter betreiben. Null. Haben wir noch eine offen? Wo seid ihr denn hingewechselt? Ach, hierhin.
Fleischpastete machen. Okay. Hier haben wir aber, glaube ich... Wir machen jetzt gerade mal keine Fleischpasteten, wir machen Fischpasteten. Genau, hier nämlich. Läuft. Da haben wir auch nochmal eine Herberge, die wir bauen können, tun sollen, dürfen, müssen. Ja, hier wird Gras angepflanzt, das ist gut, weil wir wieder Heu brauchen. Ja, im Schatten des Bergfrieds, ne, haben wir hier unser Feld. Oh, ich glaube, den Baum können wir auch mal zum Fällen freigeben, falls er das nicht schon ist. Nein, ist er nicht. Jetzt ist es. Den auch gleich, weil bisher den Fällen ist der groß. Dum da dum. Ich glaube, wir haben im Moment auch nicht so viele, die hier fällen könnten. Dum da dum. Der war okay. Okay. Was macht unsere Sammlerhütte? Die dürfte doch bald fertig werden. Noch nicht wirklich viel weiter. Okay, 4 von 8. 2 ist sie weitergekommen. Die Bauarbeiter wohnen hier nicht, glaube ich, die wohnen nicht in der Nähe. Deswegen hakt es da manchmal. Er hat noch Leder. Aber hier hat er keins mehr. Die 61 Leder sind komplett hier hinten, ne? 56. Wo ist denn noch welches? Ach da, okay. Ja, hier bräuchten wir jetzt eigentlich einen Esel. Nur der muss sich natürlich jetzt erstmal vermehren, bevor wir den einsetzen können. Ich hoffe, er vermehrt sich bald. Nicht wahr, mein lieber Esel? Gut gehen tut's dir hier jedenfalls und hier dürfte auch kein wildes Tier oder so hinkommen. Das hoffe ich jetzt jedenfalls einfach mal. Hm, 157 von 240. Das dauert noch ein wenig. Aber hier gibt es auch wieder ordentlich Honig. Also das haben wir dann jetzt auch wieder aktiviert. Sehr schön. Was brauchen wir hier? 450 Holz. Haben wir gerade nicht. Viel Stein, viel Erz, viel Heu. Was man halt alles so braucht, ne? Die können wir höchstens bauen. Können wir mal freigeben. Achso, die Scheune fehlt ja auch noch. 90 Holz, 40 Stein. Baustelle. Achso, das ist die Sammlerhütte, der Abriss. Das ist okay. Da versteckt sie sich. Mhm. 5 von 8. Ja. Sie könnten ein bisschen mehr dran tun. 6 von 8. Okay, beim nächsten Arbeitsgang sollten sie dann aber durch sein. Oh. Hoppla. Hospital brennt. Nicht gut. Wenigstens ist gerade keine Erntezeit. Und sie haben auch weitestgehend hier... Sind die barfuß unterwegs? Tatsächlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste.
dachte immer, die hätten Schuhe an, aber die haben nur so Stulpen drüber. Kinder tragen aber Schuhe. Brauchen wir einen Schuhmacher? Das kann natürlich sein. Oh, wir haben nur noch 79 Heu. Hafer. Ich werde mal hier ein paar Hühner töten. Die werden sich nochmal erst wieder erholen müssen. Dass die 162 hier ordentlich reichen. Map, map. Begorg, gorg. Die erholen sich ja immer schnell wieder, die Hühner. Schneller als mir meistens lieb ist. Bis auf 20 würde ich, glaube ich, runtergehen. So, das hätten wir. 169, ja, es macht sich ja langsam. Wenn wir viel Glück haben, fangen die vielleicht in dieser Folge noch an zu bauen. Aber ne, glaube ich nicht. 4 Minuten haben wir noch. Das wird ein bisschen arg eng. Ja, hier haben wir unsere Fischfarm. Das ist auch eine nette Idee. 1717 Gemüse. Sollte eigentlich ausreichen. Sollte eigentlich ausreichen. 45 haben wir da noch. 79 dort. Ich kann noch mal ein paar Schweine noch töten. Weil die haben sich jetzt auch ganz gut vermehrt. Tornado wurde in der Nähe des Dorfes gesichtet. Ich hoffe, er bleibt weg. Ich hoffe wirklich, er bleibt weg. So, das ist doch schnell wachsend, oder? Ne, normal wachsend. Schade. Schnell wachsend wäre mir jetzt lieber gewesen. Das dürfte auch. Weiß nicht, ob es Obst gibt dieses Jahr. Von dort. Möglich. Mit ein bisschen Glück. Sammlerhütte Bauwerk fertiggestellt. Sehr schön. Wenn ich sie jetzt noch finde. Da. Können wir 2 einstellen. Einen. Einen. Dann machen wir hier vielleicht nochmal 2 weniger. Und da dann nochmal 2 Sammler mehr. So. Besser ist das, glaube ich. Weil wir brauchen Gemüse, ne? Wir brauchen einfach Gemüse. Hoppla. So, ich freue mich schon drauf, wenn es hier losgeht. 47 Erz fehlen noch. Das ist also nicht so viel. 0. Wo sind sie denn jetzt am Bauen? Sind sie denn irgendwo am Bauen? Meine lieben Bauarbeiter, wo seid ihr? Ach, hier die Gruft. Die hat einen von 2 Bau, einen von 1. Wo ist denn unsere Nummer 2? Die hat gerade kein Projekt oder was? Ich glaube, das müssen wir hier mal nachschauen. So, Nummer 1 trägt Ressourcen. Hm.
Wohin, das ist hier die Frage. Ah. Hier baut der zweite. Okay. Gefunden. 3 von 4. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja. Schick. Schick, schick. Kleines Haus. Ich kann es auch nicht anklicken. 0 von 1. Da baut er auch nicht. Und wo baust du dann? Hier fehlt uns immer noch das Erz. Es muss erst noch abgebaut werden. Hier baut einer. Hier haben wir auch noch so eine Fläche, wo wir was hinbauen könnten. Hier genauso. Ich muss nur mal schauen, was. Das ist noch so die große Frage, ne? Die wir aber nicht mehr heute beantworten werden, denn wie ich es gerade sehe, haben wir 20 Minuten durch. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester durchs Frühjahr in den Sommer begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.